Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder zu einer neuen Folge von Tello Nü. Aber bevor wir starten, lasst ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. So, Leute, ich würde sagen, wir fangen diesmal von oben an. Ja. Ja, fangen wir an. Wenn du keinen Kontakt mehr zu einer Person hast, löscht du dann das, was ihr vorher geschrieben habt? Ich lösche eigentlich alles. Also ich lösche dann Nummer und Chats und alles Mögliche. Ich lösche alles. Also ich behalte die Nummer nicht, ich behalte keine Chats, ich behalte keine Bilder, ich behalte nichts. Also ich lösche dann wirklich alles. So. Weil ich mir so denke, so, wenn man keinen Kontakt hat, braucht man die Sachen noch nicht mehr haben von der Person dann. Ne? Von daher lösche alles. Nummer, Chats, Bilder, etc. Man hat gib ihn böse. So. Bist du eine höfliche Person? Ich würde sagen, ja. Ja, doch schon, ja. Ich habe jetzt einfach nur, ja. Wie ist gerade deine Laune? Gut, eigentlich. Relativ gut. Relativ gut. Muss ich sagen. Und mir geht's gerade echt gut. Was heißt es, wenn du nicht antwortest? Bei Telonym? Ich schätze mal bei Telonym, das liegt dann einfach daran, dass nicht genug Tells da sind, weil das hier ja nicht so freizeitmäßig ist, dieses Telonym-Ding, sondern eben für YouTube. Das ist von mir halt so gesehen ein YouTube-Format, was ich mache, wo ich eben in Videos diese Fragen beantworte, die ich hier auf Telonym geschickt bekomme. Also ich schreibe auch hier, mache Telonym für YouTube. Genau. Sag mal, ob du schon mal verliebt warst. Ja, war ich. Zockst du? Yes. Am Play. Kannst du gut küssen? Krass nicht, ne? Also ich habe keine Ahnung, ne? Keine Ahnung, aber danke für die Frage an der Stelle. wieso antwortest du nicht öfter? Telonym ist für YouTube. Telonym mache ich für YouTube. Ja, ich mache nämlich Telonym. Das Ganze ist nämlich für YouTube. Wie oft bin ich schon umgezogen? Einmal. Ich habe F1 gerückt. Ja, das ist natürlich mal wieder hier sehr schön. Einmal tatsächlich bisher bin ich umgezogen. Denkst du, Menschen ändern sich, wenn man eine zweite Chance gibt? Ja. Und da kann ich aus eigener Erfahrung reden. War bei mir aber auch so. War bei mir auch so, dass ich mich tatsächlich durch eine zweite Chance ein bisschen verändert habe. Deswegen ja. Wann hast du Geburtstag? 10. Juni. 10. Juni. Wie würdest du reagieren, wenn dich jemand nach einem Date fragt? Wahrscheinlich würde ich erst mal fragen, ob sich die Person irgendwie im Chat verirrt hat und eigentlich jemand anderen schreiben wollte. Das würde ich wahrscheinlich als erstes fragen. Nein, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich würde ich mich freuen oder so, weil das ist keine Ahnung. Ich schreibe jetzt einfach mal, ich würde mich freuen. So, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich hoffe es auch nicht, weil ich da keinen Bock drauf hätte eigentlich. So, aber ich würde mich an sich freuen. So. Bin ich ehrlich, auch wenn ich nicht so der Typ für sowas bin. Darf jemand, mit dem du zusammen bist, dein Passwort fürs Handy haben? Ja. So, ich habe keinen Bock, dass, wenn ich mit jemandem zusammen bin in irgendeiner Beziehung, dass da irgendwelche Geheimnisse sind.
Also ja. Ganz ehrlich. Bist du jemand, der immer früh aufsteht? Ja. Ich bin echt richtiger Frühaufsteher. Manchmal stehe ich stehe in den Ferien. In den Ferien. Ich stehe in den Ferien um 5 Uhr auf. Ja? Also ja. Zockst du COD? Nein, tatsächlich zocke ich kein Call of Duty, ist nicht meins. Und da ich erst bei 5 Minuten bin, würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn es neue Fragen gibt. Dann wird es hier halt wieder so ein zweiteiliges Video. So. Haut rein, bis dahin. Tschüssi. It's hard, it's cold.